Siryam Mukha Ekapada Paschimottanasana ist die Gesicht-Horizontalposition mit starker Dehnung der Rückseite des Körpers. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier beuge das linke Knie und gib den linken Fuß links neben dem Gesäß auf den Boden. Einatmen, hebe die Arme hoch und ausatmen, beuge dich nach vorne. Wenn du so nach vorne gebeugt bist, dann bist du in der vollen Stellung. Ein paar Worte zu Tirayan Mukha Ekapada Paschimottanasana. Tirayan Mukha bedeutet, dass du horizontal schaust. Also eigentlich für diese volle Stellung ist das Kinn auf den Boden und du schaust nach vorne. Dann Ekapada heißt ein Bein hast du dort und dann Paschimottanasana heißt dann intensive Dehnung der Rückseite des Körpers. Diese Stellung entwickelt eine Flexibilität in der Hüfte, nämlich die Innenrotation des Hüftgelenkes. Sie entwickelt die Flexibilität der Rückseite des Beines und auch die Fähigkeit, gerade in die Zukunft zu schauen.